Soldaten der US-Eliteeinheit Navy SEALs landen an einem feindlichen Ufer. Whiskey Tango, this is Foxtrot Alpha. Keine 200 Meter vor ihnen liegt das Ziel. Ein mutmaßliches Terroristenversteck. Die SEALs arbeiten eng mit der Kommandozentrale zusammen. Sie erhalten Befehle, sammeln Informationen im Einsatzgebiet und senden sie zurück. Doch diese Kommandozentrale ist nicht in einem entfernten Bunker. Sie liegt 25 Kilometer vor der Küste, unsichtbar für den Feind. Sie ist eine autarke Unterwasserkriegsmaschine. Ein Lenkwaffen-U-Boot. Besatzung auf Gefechtsstation. Flight Alpha, 6 Primärflugkörper. Kein Filmteam bekam bisher die Erlaubnis, ein U-Boot wie dieses für längere Zeit zu begleiten. Bis heute. 12 Alpha abfeuern. Strike WCC, plan complete. Die USS Florida verlässt nach einem kurzen Verpflegungsstopp eine Marinebasis in Griechenland. Bald wird sie unter der Wasseroberfläche verschwinden und für die nächsten Wochen verborgen bleiben. Auftrag und Ziel sind geheim. Die USS Florida gehört zu einer sehr kleinen Gruppe von U-Booten, die sich von allen anderen auf der Welt unterscheidet. Sie ist ein SSGN, ein mit Marschflugkörpern bewaffnetes U-Boot mit Atomantrieb. Modernste Technik. Das meiste davon streng geheim. Jedes U-Boot ist 170 Meter lang und 12 Meter hoch. Ihre Wasserverdrängung beträgt 18.000 Tonnen. Und sie ist so leise, wie U-Boote nur sein können. Die SSGNs gehören zu den größten U-Booten weltweit. Nur die russischen Taifuns sind noch größer. Länger als das Washington Monument oder der Kölner Dom hoch sind, breiter als eine dreispurige Autobahn. Sie sind so konzipiert, dass sie Spezialeinsatzkräfte unbemerkt in Ufernähe bringen und sie mit geballter Feuerkraft unterstützen können. Während der letzten 10 Jahre wurde immer klarer, dass wir ein System brauchen, das nicht aufzuspüren ist und das dicht genug ans Ufer kommt, um Marschflugkörper abzufeuern oder Spezialkräfte einzusetzen. Weltweit gibt es nur 4 SSGNs. Prüf die Karte. Deck unter Wasser. Seerohr schneidet unter. Knapp unter der Oberfläche untersucht die Mannschaft das Boot auf Lex. Erst dann taucht es ab. Als wir das erste Mal tauchten, war ich mit den Nerven am Ende. Da versenkt man diese 18.000 Tonnen im Ozean. Das ist schon eine unglaubliche Leistung. Aber sobald man sieht, wie es funktioniert und wie alle zusammenarbeiten, wird einem klar, Mann, hier will ich dabei sein. Tauchgang, Schiff abtauchen. Nach Navy-Angaben taucht das U-Boot fast 250 Meter tief. Seine tatsächliche Tauchtiefe ist jedoch ein wohlgehütetes Geheimnis. Guten Abend, Kapitän. Das ist das Briefing für unseren bevorstehenden Einsatz. Die Ziele des Einsatzes sind das Absetzen von Spezialkräften und der Abschuss von Marschflugkörpern. Die Sicherheit des Schiffs steht wie immer ganz oben. Wir müssen unentdeckt bleiben und den Auftrag erfüllen. Die Florida wird 250 Kilometer nach Osten beordert. Dort soll sie von einem Oberflächenschiff Spezialkräfte übernehmen. Wir haben 2 Ziele, die Kommandozentrale und das Waffenarsenal. Wir glauben, dass sich der Terroristenführer dort mit weiteren Führungsmitgliedern treffen wird. Die Spezialkräfte sollen an die Küste einer nicht näher bestimmten feindlichen Nation gebracht werden.
Sobald sie den Strand erreichen, soll das Team 2 mutmaßliche Terroristenstützpunkte ausfindig machen und einen Missile-Angriff auslösen. Selbstverständlich müssen die Spezialeinsatzkräfte abgesetzt und zurückgeholt werden. Nur wenige im Raum wissen, dass dies eine Übung ist. Wir werden sie im Schutz der Dunkelheit wieder zurückholen. Das U-Boot ist nur eine Tagesreise von einer der instabilsten Regionen der Welt entfernt, dem Nahen Osten. Ihr Einsatz könnte jederzeit beginnen. Es ist wichtig, dass jeder an Bord glaubt, dies wäre ein echter Einsatz. Die Florida hat eine der größten Überholungsaktionen in der Geschichte der US-Marine hinter sich. Vor 2006 war sie bereits mehr als 20 Jahre als ballistisches Raketen-U-Boot, kurz SSBN, im Einsatz. Die SSBNs, auch Boomer genannt, waren für den Transport von großen Atomwaffen ausgelegt. Bis zu 24 ballistische Trident-Raketen auf jedem U-Boot können aus dem Wasser und mit über 20.000 Stundenkilometern durch die Luft schießen. Eine Trident könnte in 20 Minuten von New York nach Moskau fliegen und hätte genügend Sprengkraft, um eine Stadt wie Washington D.C. 12-mal zu zerstören. Während des Kalten Krieges diente das SSBN der strategischen nuklearen Abschreckung. Damals hatten wir einen potenziellen Feind mit tausenden Atomsprengköpfen. Die SSBNs sollten allen Ländern, die einen Angriff auf uns oder unsere Alliierten erwogen, signalisieren: Wir schlagen zurück, und zwar vernichtend. Noch heute sind die verbleibenden Boomer die wichtigste nukleare Abschreckung der USA. Auch jetzt, in diesem Moment, ist eines der SSBNs da draußen auf Patrouille. Doch seit Ende des Kalten Krieges hat sich die Bedrohungslage verändert. Multinationale Terrororganisationen, Schurkenstaaten, bewaffnete Piratenbanden. In den vergangenen Jahren mussten wir uns mit völlig neuen Bedrohungen auseinandersetzen. Und der Marine ist klar geworden, dass man diese 4 U-Boote nutzen kann, um genau diesen Bedrohungen entgegenzutreten. Also schmiedete die Marine einen radikalen Plan, nämlich 4 ihrer Boomer in neuartige U-Boote mit konventionellen Waffen umzubauen, sogenannte SSGNs. Der Preis? Mehr als 1 Milliarde Dollar. Pro Boot. Nicht billig. Aber weniger als die Hälfte dessen, was es kosten würde, ein von Grund auf neues U-Boot zu bauen. Die Florida geht auf Seerohrtiefe, um Ausschau nach dem Schiff zu halten, das ihren neuen Passagiere bringt. Einen Zug Spezialkräfte. Der größte Teil des U-Bootes liegt wie ein Eisberg knapp unter den Wellen versteckt und lauert auf den Beginn der nächsten Einsatzphase. Die Florida hat ein konventionelles Periskop, das mit Prismen Bilder einfängt und vergrößert. Man kann mit einem herkömmlichen Periskop sehr gut sehen, nur nachts eben nicht. Deswegen hat die Florida ein paar neue Spielzeuge. Eine Reihe von hochauflösenden Kameras und Sensoren, untergebracht in einem Optronic-Mast. Dies ist der Joystick wie bei einem Videospiel. Man richtet ihn auf etwas und kann Aufnahmen machen. Und wenn man will, kann man ran und wieder wegzoomen. Der Bildschirm funktioniert wie ein Fernseher. Es gibt einen Kanal in Farbe, einen hochauflösenden und einen Infrarotkanal für Nachtsicht. Die Infrarotkamera kann eine Temperaturveränderung von 1 Grad wahrnehmen. Man kann das Wasser sehen, die Wellen, die Wolken und den Himmel. Der Optronic-Mast kann sogar die Entfernung und den Kurs eines anderen Schiffes messen. Er sendet einen Laser aus und trifft damit die Breitseite eines Schiffes. Wenn er zurückkommt, weiß ich, wie weit entfernt es ist und kenne seine Peilung. Für mich ist das eine große Hilfe. Interne Gyroskope halten die Bilder auf den Bildschirmen stabil.
Man muss nicht mehr versuchen, dem Seegang und dem Auf- und Abschaukeln des Schiffes entgegenzusteuern. Man benutzt die Kreisel und fertig. Schauen Sie, stabil. Das Transportschiff kommt in der Abenddämmerung an, gerade zur rechten Zeit. Kapitän Kreitz wird bis zur völligen Dunkelheit warten, ehe er das Boot an die Oberfläche bringt. Er kann nicht riskieren, dass Feinde Wind von seinem Einsatz bekommen. Ein Zug Navy SEALs, 16 der weltweit besten Kämpfer, gehen zusammen mit Marinetauchern und zusätzlichen Hilfskräften an Bord der Florida. Gemeinsam mit der U-Boot-Crew sollen sie nun ein mutmaßliches Terroristenversteck ausfindig machen und ausschalten. Spezialeinsatztruppen nutzen seit Jahrzehnten U-Boote, um heimlich an bestimmte Orte zu gelangen. Aber bislang nicht in der Größenordnung des SSGN-U-Boots. Das SSGN kann bis zu 66 Spezialkräfte transportieren, egal ob Soldaten der Navy, der Armee oder vom Marine Corps. Sie werden alle gleichzeitig zum Einsatz gebracht und wieder zurückgeholt. Navy SEALs gehören zu den besten Eliteeinheiten der Welt. Die Bezeichnung SEAL bezieht sich auf unsere Einsatzmöglichkeiten: Wasser, Luft und Land. Wir könnten mit dem Fallschirm auf unser Ziel heruntergehen oder mit Helikoptern. Wir könnten Landfahrzeuge nehmen, Überwasserboote oder eben die SSGNs. Für mich die praktikabelste Option, wenn man unerkannt bleiben will. SEALs leben nach einem Kodex, der Ehre über Anerkennung stellt. Geheimhaltung ist Teil ihres Mythos. Für die jungen U-Boot-Fahrer ist es immer aufregend, wenn SEALs mit an Bord sind. Wir haben täglich mit ihnen zu tun, denn wir halten hier im Raketenlager Wache. Wir unterhalten uns mit ihnen und bekommen ihre Waffen zu sehen. Wir stellen immer so Fragen wie, hey, wofür ist dies, wofür ist das? Es ist schon toll für uns, einen Einblick in ihren Lebensstil zu bekommen. Die SEALs sind sicher an Bord. Nun legt der Navigator den Kurs zum Einsatzort an, 400 Kilometer entfernt. Es ist ein Strand im Nahen Osten, der häufig von Terroristen genutzt wird. Früher wurde mit Papierkarten gearbeitet. Wir hatten Tiefen, geografische Gegebenheiten. Und heute ist das in der sogenannten digitalen Seekarte, der DNC, enthalten. Der Navigator muss jederzeit wissen, wo genau sich das Boot befindet. Wir verfügen über militärische und kommerzielle GPS-Daten, die uns exakte Positionen liefern, wenn wir an der Wasseroberfläche sind. Und die überprüfen wir mit klassischen Navigationsverfahren. Aber unter Wasser ist es viel schwieriger, genau zu ermitteln, wo sich das U-Boot befindet. Wenn ich abtauche, wird die Sicht schlecht. Deswegen benutze ich ein sogenanntes Trägheitsnavigationssystem. Damit bestimme ich irgendeinen Zeitpunkt mit dem GPS und sage, ich bin genau hier. Das gebe ich in mein System ein. Und das berechnet dann, je nachdem, ob ich vorwärts, achtern, links oder rechts fahre, annähernd meine Position. Jedes Navigationssystem hat eine gewisse Fehlermarge, sodass man nicht wirklich weiß, wo man sich befindet. Daher haben wir diesen Positionskreis um uns gezogen und wissen, okay, das Boot muss irgendwo innerhalb dieses Kreises sein. Ich denke, wegen der Geheimhaltungsstufe kann ich nicht mehr sagen. Wir wissen so ziemlich zu jedem Zeitpunkt, wo wir uns befinden. Letztlich ist es eine Ermessensentscheidung. Und auch mit allem Training der Welt machen Menschen manchmal Fehler. Tragische Lektion Nummer 1. Rotes Meer 2008. Offiziere des britischen U-Bootes HMS Superb ändern den Kurs, um die Fahrtdauer abzukürzen. Sie studieren ihre Karten und beschließen, auf 250 Meter zu tauchen. Kurz darauf kollidiert das U-Boot unter Wasser mit einem großen Felsen. Der Bug wird erheblich beschädigt.
Als Unfallursache wurde später menschliches Versagen ermittelt. Alle drei wachhabenden Offiziere hatten die Tiefe auf ihren Karten falsch gelesen. Sie lasen eine 7 als eine 1. Der riesige Felsen befand sich nicht in 732 Metern Tiefe, es waren 132 Meter. Ob durch Kollisionen, Unterwasserbomben, Torpedos oder unbeabsichtigte Explosionen, viele U-Boote sind schon unter Wasser leckgeschlagen. Jeder neue Rekrut lernt in seinen ersten Tagen an der U-Boot-Schule, wie man gegen die See ankämpft. Angesichts von tausenden Litern Wasser, die in diesen nachgebauten Maschinenraum strömen, lernen diese U-Boot-Fahrer schnell, was Wassereinbrüche bedeuten. Wir simulieren das größtmögliche Chaos für sie, damit es keine Probleme gibt, wenn auf See etwas schiefläuft. Dann müssen sie nämlich kämpfen und vor allem ruhig bleiben, cool mit jeder Situation umgehen, ohne viel nachzudenken. Wenn es auf dem Schiff Wassereinbruch gibt, muss ich mich darauf verlassen können, dass meine Mannschaft das stoppt. Bei anderen Simulationen lernen die Männer, wie man Extremsituationen handhabt, die man auf See nicht üben könnte. Selbstgefälligkeit ist wahrscheinlich der schlimmste Feind auf einem U-Boot. Denn jeder Fehler kann das Leben von mehr als 100 Männern kosten. Also müssen wir wachsam bleiben. Die USS Florida nähert sich dem Absetzplatz. Tasking Authorities, known as Manager. Das Schlüsselpersonal geht die Details des Navy SEAL-Einsatzes nochmal durch. Hier haben wir die detaillierten Einsatzpläne inklusive Rückholrouten. Kurs 080 hin und dann 180 zurück. Die Florida ist mit Spezialgeräten ausgerüstet, ohne die der Einsatz nicht möglich wäre. Als Teil der milliardendollarteuren Überholung ließ die Navy alle 24 nuklear bestückten ballistischen Raketen entfernen, sodass die Torpedorohre nun anderweitig genutzt werden können. Dies ist das Raketenlager, von uns Maushaus genannt. Hier waren 24 Rohre, die jeweils eine Trident-Rakete beherbergen konnten. Die ersten beiden haben wir umfunktioniert und eine Schleuse für Spezialkräfte daraus gemacht. Durch diese Kampfschwimmerschleusen können Taucher das U-Boot verlassen und wieder hineingelangen, unter Wasser. Eine der Schleusen führt zu einem wasserfesten Behälter, DDS genannt, einer fast 12 Meter langen abnehmbaren Stahlröhre auf dem Deck des U-Bootes. In dieser Röhre befindet sich das Lieblingsspielzeug der SEALs, ein Mini-Unterwasserfahrzeug mit Namen SEAL Delivery Vehicle oder SDV. Das Einsatzbriefing geht weiter. Dort, wo die beiden roten Kreise sind, werden wir das SDV von der Halterung lösen und die SEALs zum Strand schicken. Am Strand werden die SEALs ihre Koordinaten bestätigen und den Verbleib der Terroristen klären. Sobald das Ziel bestätigt ist, werden wir zuschlagen. Besatzung auf Gefechtsstation. Für den Angriff wird die Florida 6 Tomahawk-Marschflugkörper abfeuern. Die USS Florida befindet sich 80 Kilometer vor der Küste in 30 Metern Tiefe. Die Mannschaft bereitet den gemeinsamen Einsatz vor. Direkt über ihnen ist die Wasseroberfläche voll von Handels- und Kriegsschiffen, freundlichen wie feindlichen, denen sie aus dem Weg gehen müssen. Unter ihnen fremde U-Boote, Unterwasserberge und sogar Wale. All das ist unsichtbar für die Florida, während sie unter Wasser ist. Anders als bei den Touristen-U-Booten gibt es keine Fenster. Das Periskop nützt nichts unter Wasser. Aber man muss diese Gefahren nicht sehen, man kann sie hören.
Wenn wir tauchen, sind wir auf das Sonar angewiesen. Es ist unser Ohr, mit dem wir herausfinden, was sich in der Umgebung des Bootes befindet. Sei es an der Oberfläche oder unter Wasser. Licht wird im Wasser gedämpft. Es legt 150 Millionen Kilometer von der Sonne zur Erde zurück. Aber im Ozean wird es nach wenigen hundert Metern ausgebremst. Beim Schall ist es andersherum. Er bewegt sich im Wasser weitaus besser. Der Schall kann sich hunderte von Kilometern im Wasser ausbreiten. Es ist nicht ungewöhnlich, zum Beispiel Wale zu hören, die 600 Kilometer entfernt sind. Sonaroperateure sitzen täglich 6 Stunden in diesem dunklen Raum und lauschen dem Soundtrack der Tiefe. Vorn am Boot beherbergt ein großer, kuppelförmiger Aufbau mehr als 1000 Hydrofone. Computer rechnen akustische in elektrische Signale um und verstärken sie. Objekte im Wasser oder ihre Spuren werden als weiße Linien dargestellt. Wenn man eine Spur sieht, fährt man mit dem Cursor darüber und hört sie sich an. Das Klickern hier kommt von Shrimps. Sie knacken, wenn sie sich bewegen. Das Meer strotzt vor Leben. 99% von dem, was wir hören, ist lebendig, seien es Wale oder Shrimps. Was da genau vor uns schwimmt, ist wahrscheinlich ein Delfin. Fünfzig Kilometer vor der Küste, in 20 Metern Tiefe, bringt Kapitän Kreitz die Florida behutsam in Position. Das SEAL-Team wartet auf grünes Licht für den Einsatz. Insgesamt haben die Männer 16 Stunden Zeit für den Einsatz und die Rückkehr an Bord des U-Bootes. Zuerst müssen Marinetaucher das SEAL-Unterwasserfahrzeug für den Start vorbereiten. Die Mannschaft beobachtet den Einsatz der SEALs vom Inneren der Florida aus. Das SEAL-Unterwasserfahrzeug sieht aus wie ein Torpedo mit Sitzen, hat aber keine eingebauten Waffen. Die einzigen Waffen, die sie befördern, sind Navy SEALs. Dies hier ist vom Typ Mark 8 Mod 1. Es ist ungefähr 6,5 Meter lang und wiegt bis zu 2,5 Tonnen, je nachdem, ob es Batterien enthält. Es bringt die SEALs heimlich an Land und wieder zurück, ohne an die Wasseroberfläche zu kommen. Nichts in der Welt bewegt sich, ohne dass es jemand mitbekommt. Egal ob im Weltraum oder auf Höhe des Meeresspiegels, jemand weiß, dass es sich bewegt. Nicht so beim SDV, dem Unterwasserfahrzeug. Es gehört zu den Dingen, gegen die man einfach nichts ausrichten kann. Die Marine verrät nicht, wie oft sie die SDVs in echten Einsätzen genutzt hat. Doch eine Aktion ist öffentlich bekannt geworden. 2003, nur wenige Tage vor dem Einmarsch in den Irak. SEAL-Unterwasserfahrzeuge stoppen unter 2 Ölplattformen im Persischen Golf. Die SEALs lassen die SDVs am Meeresgrund zurück und schwimmen zur Wasseroberfläche, wo sie die Plattformen fotografieren und die irakischen Sicherheitsmaßnahmen prüfen. Ihre Aktion führt ein paar Wochen später zu einem erfolgreichen Einsatz. Bei einem Folgeangriff werden die Ölterminals eingenommen, was einen Sabotageakt der Iraker verhindert. Viele nennen es U-Boot, wir sagen lieber Unterwasserfahrzeug. Es ist der Umwelt vollständig ausgesetzt, dem Wasser, Hitze und Kälte, den kleinen Lebewesen und Quallen. Man ist der Wassertemperatur ausgeliefert und der Dauer des Tauchgangs an sich. Es ist eine enorme Belastung für den menschlichen Körper. Wir schaffen das nur durch Training, durch Technologie und ganz einfach durch Durchhaltewillen. Teil eines SDV-Teams zu sein, ist einer der anstrengendsten und gefährlichsten Jobs beim Militär,
selbst nach SEAL-Standards. Es macht jeden fertig. Egal wie kalt einem ist oder wie erbärmlich man sich fühlt. Oder ob man Finger und Hände nicht mehr bewegen kann. Du kommst nicht aus dem Wasser. Entweder hat man die Kraft, das durchzustehen, oder man lässt es sein. Mehr lässt sich dazu nicht sagen. SDV-Einsätze können mehr als 6 Stunden dauern. Pro Strecke. Manchmal war ich so erschöpft, dass ich unter Wasser eingeschlafen bin. Es gibt jedoch nicht nur Taucher im SDV-Team. Hochqualifizierte Techniker sorgen dafür, dass die SDVs stets richtig funktionieren. Für Fehler ist kein Platz. Meine Aufgabe ist es heute, das SDV für einen Nachttauchgang vorzubereiten. Wir werden heute Abend eine Übung machen und da wird es natürlich nass. Wir müssen also checken, dass die Elektronik und die Dinge, die wasserdicht sein müssen, dies auch sind. Wir müssen auch das Beatmungssystem, das Ballast- und Trimsystem, das Kontroll- und das Antriebssystem durchchecken. Viele Informationen über das SDV wie Geschwindigkeit und Maximaltiefe bleiben geheim. Ich werde jetzt die Kontrollanzeigen überprüfen. Könnt ihr bitte die Kamera woanders hinhalten? Diese Schüler werden die nächsten 6 Stunden mit Unterwassertraining verbringen. Die Berufsrisiken sind ihnen dabei durchaus bekannt. Zunächst einmal kann man dehydrieren, dein Körper kann verkrampfen, man kann gefährlichen Überdruck in der Lunge erleiden. Hyperkapnie, Sauerstoffmangel. Barotrauma, Druck auf den Ohren. Sauerstoffvergiftung, Neurotoxizität. Aufgrund der Druckveränderungen könnte sogar ein Zahn im Mund explodieren. Man könnte eine arterielle Gasembolie bekommen, die man wahrscheinlich nicht überleben würde. Heute beträgt die Wassertemperatur 14 Grad und die Strömung liegt unter 2 Knoten. Der Einsatz beginnt. Die SEALs bewegen sich schnell und vorsichtig. Die Verhältnisse könnten sich jederzeit ändern. Auf der Florida beginnt ein angespanntes Geduldsspiel. Während die Mannschaft in den nächsten 6 Stunden auf Nachricht der SEALs wartet, muss sie sich lautlos verhalten. Sie muss hören, ohne selber gehört zu werden. Jedes Schiff hat seine eigene Klangsignatur. Sie setzt sich zusammen aus der Schwingung des Schiffskörpers und den Geräuschen der Schraube. Wenn die Schiffsschraube durch das Wasser pflügt, erzeugt sie ein spezielles Geräusch. Wir sehen hier an den markanten Linien, wie viele Propellerflügel es gibt und ob es eine Scharte oder Ähnliches an diesem Propeller gibt. Im Hintergrund hört man eine kleine Reibung der Welle. Sie kümmern sich offensichtlich nicht gut um ihre Schiffsschraube. Es könnte ein Handelsschiff sein. Aber da dieser Kontakt ziemlich viel manövriert, stufen wir ihn als potenzielles Kriegsschiff ein und behalten ihn im Auge. Doch auch die Florida hat ihre eigene Signatur und kann von einem Kriegsschiff erkannt werden, das nach ihr sucht. Zum Glück erinnert sie sich noch an ihre alten Tricks aus den Boomer-Zeiten im Kalten Krieg. Ihre einzigartige Schiffsschraubenkonstruktion ist eines der bestgehüteten Geheimnisse des gesamten US-Militärs. Eine der Stärken des U-Bootes ist es, unsichtbar und unhörbar sein zu können. Daher ist es immens wichtig, sich ruhig zu verhalten. Vor allem in flacheren Gewässern. Mehr noch als im offenen Meer. Bei der Entwicklung des U-Bootes wurde jedes Geräusch bedacht, das nach außen dringen könnte. Die Maschinerie im Boot liegt auf vibrationshemmenden Fundamenten. Wesentlich ist, dass das U-Boot lautlos bleibt und dadurch unsichtbar. Wenn die Florida so nah an feindlichen Küsten entdeckt würde, könnte sie in Kämpfe verwickelt werden. Das SEAL-Team hat seit Verlassen der USS Florida fast 20 Kilometer zurückgelegt. Den halben Weg haben sie geschafft. Dann wartet die nächste Phase des Einsatzes auf sie. Es wird noch mindestens 3 Stunden dauern, bis die SEALs die Küste erreichen und ihren Standort zum U-Boot funken können. Während das SDV-Team unterwegs ist, kann die Mannschaft auf der Florida nicht viel tun, außer abzuwarten.
als ob die Anspannung des Wartens, fehlendes Tageslicht und Isolation nicht hart genug wären, weiß der Großteil der Mannschaft nicht, wo man gerade ist, wohin man fährt und wann man zum Einsatz kommt. Man kann nicht ständig denken, wo bin ich, was tue ich, wie lange dauert es noch? Es lässt alles noch viel länger erscheinen. In ihrer sonnenlosen Unterwasserumgebung leben die U-Boot-Fahrer nach einer anderen Uhr als der Rest der Welt. Wir arbeiten im 6-Stunden-Turnus. 6 Stunden auf Wache, 6 Stunden Training und Wartungsarbeiten. Und dann bleiben einem 6 Stunden alles andere zu tun, was man tun möchte. Und dann fängt der Tag wieder von vorne an. Die Neulinge an Bord verbringen jede freie Minute damit, für ihren Abschluss zu lernen. An deinem ersten Tag geben sie dir einen großen Stapel Lernkarten und sagen, qualifizier dich, an die Arbeit. Wir haben eine Liste mit verschiedenen theoretischen und praktischen Übungen, die wir beherrschen müssen. Jede Karte muss von einem Vorgesetzten abgezeichnet werden. Sie möchten sichergehen, dass man alles weiß, wie man Feuer- und Wassereinbrüche bekämpft, wie man ein Ventil bedient oder einen Standort findet. Denn wenn es hart auf hart kommt, sind sie auf dich angewiesen. Wenn alle Karten abgezeichnet sind, hat der Neuling es geschafft. Er bekommt seine Delfine als vollwertiges Mitglied der Bruderschaft der U-Boot-Fahrer. Damit sagt die Mannschaft, ich vertraue dir mein Leben an. Die Anfänger haben ein Jahr Zeit, um eine Fülle hochtechnischen Stoffes zu erlernen. Vom Atomantrieb über die Tiefensteuerung bis hin zu lebenserhaltenden Systemen. Theoretisch könnte die Florida jahrelang unter Wasser bleiben, ohne jemals an die Oberfläche zu kommen. Wenn sie denn die Mannschaft so lange mit Essen versorgen könnte. Wir brauchen keinen Treibstoff, weil wir mit dem Atomreaktor unseren eigenen herstellen. Wir produzieren unseren eigenen Sauerstoff und reinigen unsere Luft. Ein getauchtes U-Boot befindet sich in ständigem Kampf mit dem Meer. Es beginnt mit der Atemluft. Das Problem an Bord der Florida ist, wenn man 155 Mann an Bord hat und alle Luken schließt, produzieren wir CO2 und dezimieren unseren Sauerstoff. Und genau in diesem Bereich hier können wir das beheben. Seeleute erzeugen fast 1 Kilogramm CO2, Kohlendioxid, pro Tag und Person. Diese Luft wird durch Filter gepumpt, die das CO2 trennen und absorbieren, indem sie es mit einer Chemikalie namens Monoethanolamin in Verbindung bringen. Einmal getrennt, wird es von Bord gepumpt. Doch sie müssen noch Sauerstoff erzeugen. Dies sind die beiden Sauerstofferzeuger an Bord. Dies hier ist Mary Kate, sie läuft wirklich gut. Und wir haben Ashley, sie ist manchmal ein bisschen launisch. Wir stellen unseren Sauerstoff durch Elektrolyse her. Wir spalten Wassermoleküle. Wasserstoff und Sauerstoff werden erzeugt. Den Wasserstoff pumpen wir ins Meer, den Sauerstoff verteilen wir im ganzen Boot. Oder wir pumpen ihn in 2 Sauerstofftanks. U-Boot-Fahrer sind immer wieder von Kohlendioxidvergiftungen heimgesucht worden. Daher sind Mannschaften darin geschult, die Warnsignale zu erkennen. Kopfschmerzen, Übelkeit und bei sehr großen Konzentrationen Koma oder sogar Tod. Und der Tod verfolgt sie bei jeder Patrouille. Tragische Lektion Nummer 2, das russische U-Boot Kursk. Im Jahr 2000 ereignete sich eine gewaltige Explosion im Torpedoraum. Sie erreichte eine Stärke von 3,5 auf der Richterskala und riss ein Loch in den Bug der Kursk. Das angeschlagene U-Boot sinkt mit 118 Seeleuten auf den Grund der Barentssee. Man geht davon aus, dass diejenigen, die die Explosion wahrscheinlich überlebt haben, einen qualvollen Tod durch Kohlendioxidvergiftung gestorben sind. Das Navy SEAL Team fährt bis kurz vor die Küste und parkt das Mini-U-Boot am Meeresgrund. Den Weg zum Strand legen die Männer schwimmend zurück. Was sie brauchen, tragen sie bei sich.
Menschen unter Wasser einzuschleusen ist einfach clever. Keiner weiß, dass du dort bist. Und wenn sie es doch merken, bist du schon lange wieder weg. Die SEALs gehen hinter einem Felsvorsprung in Deckung, knapp 500 Meter von ihrem mutmaßlichen Ziel entfernt. Scharfschützen halten Wache, während sie das GPS ablesen, um die Zielkoordinaten festzulegen. Auf der Florida kommunizieren Offiziere von der Operationszentrale oder BMC aus in Echtzeit mit den SEALs. Das BMC ist eine gemeinsame Operationszentrale, das speziell für diese neue U-Boot-Generation konzipiert ist. Whiskey Tango, hier ist Foxtrot Alpha, ich höre euch laut und klar. Die Offiziere auf der Florida kommunizieren über Funk mit Truppen, Schiffen und Befehlshabern an Land und auch über elektronische, gesicherte Kommunikationswege. Die Kommunikation an Bord des U-Bootes ist ziemlich beeindruckend. Wir richten Chatrooms für bestimmte Einsätze ein, natürlich in sicheren Netzwerken. Die Einzigen, die Zugang zu diesen Chatrooms haben, sind alle am Einsatz Beteiligten. So können die Befehlshaber verfolgen, wie alles vonstatten geht. In Zukunft könnte die Mannschaft auch unbemannte Fluggeräte von der Operationszentrale aus steuern. Irgendwann werden wir von U-Booten aus unbemannte Flugzeuge starten können. Und sicherlich bieten sich die SSGNs dafür an. Der von Lockheed entworfene unbemannte Flugkörper Cormoran wird noch getestet. Er soll aus einem Raketenschacht gestartet werden. Einmal an der Wasseroberfläche würde er Startraketen zünden, um in die Luft zu kommen. Im feindlichen Luftraum könnte der Cormoran wichtige Informationen sammeln, etwa bewaffnete Kämpfer identifizieren und so einen Zieleinsatz vorbereiten. Zurück im Zielgebiet. Der SEAL-Kommandant bestätigt, dass es sich um die gesuchten Gebäude handelt und dass die Terroristen sich in diesen Gebäuden befinden. An alle, Ziel auf Standby halten, Angriff vorbereiten. Auf Gefechtsstation für Flugkörperangriff. Quartermaster report best course to the launch point. Standby 1759. Missile-Abschuss vorbereiten. MCC Control. Commence missile preparations for launch. Der Angriff erfolgt mit Tomahawk-Marschflugkörpern, die aus den Raketenschächten abgefeuert werden. Das U-Boot kann 154 Flugkörper transportieren. Das ist mehr als die Hälfte der Raketen, die während des Golfkriegs 1991 abgefeuert wurden. Missile-Abschuss vorbereiten. Alle ausführbar. Rohre 4, 11, 12 fertig machen für Abschuss. Constrike. Startvorbereitung der Rohre für Abschuss aus 20 Meter Tiefe. DC, geschätzte Ausrichtungszeit Block 4 Echoes. Sobald die SEALs außerhalb der Gefahrenzone sind, lassen sie die Missiles starten. Abschusspunkt TLAM Strike, Flugkörperangriff, 6 Primärflugkörper. Flugkörperangriff, 6 Primärflugkörper. Waffenbereit, Flight Alpha. Waffenbereit, ein. Strike WCC, Vorbereitungen abgeschlossen. Abschussbeginn, Flight Alpha im Primärfenster. Im Zielfenster, Start 4 Alpha. Start 4 Alpha. Start 4 Alpha. Die USS Florida schießt den ersten Tomahawk-Marschflugkörper ab. Tomahawks haben in den vergangenen beiden Jahrzehnten in vielen bewaffneten Konflikten der USA eine Rolle gespielt. Sie fliegen nah am Boden mit einer Geschwindigkeit von fast 900 Stundenkilometern und können ihre 450 Kilo Sprengstoff präzise ins Ziel lenken. Genug, um einen Panzer oder ein Gebäude zu zerstören. Sobald wir ihn gestartet haben, ist er wie ein kleines Düsenflugzeug, das zu seinem Ziel fliegt.
Man kann auch Videobilder bekommen. Er sendet uns Daten über das Terrain und andere Dinge zurück. Eine wirklich intelligente Waffe. Zudem wird der Tomahawk gelenkt. Techniker können den Flug verfolgen und das Missile zu einem anderen Ziel umlenken. Abschuss 4, Charlie. Away! Abschussrohr 11. Booster-Abtrennung, Übergang in Flugphase. Kapitän, Sir, Flight Alpha beendet. Sechzehn Stunden, nachdem es die Florida verlassen hat, kehrt das SEAL-Team sicher zum U-Boot zurück. Der Einsatz war ein großer Erfolg, obwohl nicht eine einzige Rakete tatsächlich abgefeuert wurde. Es war eine überaus realistische Übung. Drei Monate später kehrt die USS Florida in ihren Heimathafen in Kings Bay, Georgia, zurück. Trotz all der Hightech-Augen und Ohren an Bord sind die Steuermänner auf die Männer auf der Brücke angewiesen. Sie lotsen sie in den Hafen. Jedes SSGN hat zwei komplette Mannschaften, die sich die Führung des U-Bootes teilen. Der Hauptgrund dafür, zwei Mannschaften zu haben, ist, dass das Boot für lange Zeit auf See bleiben kann. Bei den meisten anderen U-Booten oder Überwasserschiffen mit einfacher Besatzung wären Schiff und Mannschaft wahrscheinlich in 35-40% der Zeit im Einsatz. Wir können das Boot zu etwa 70% der Zeit auf See halten. Die Marine kann sich keine Stillstandzeiten für die USS Florida erlauben. Ihre einzigartige Ausrüstung und ihre Waffen machen sie zum perfekten Geheimkriegsführer.